Hallo und herzlich willkommen. Wir müssen ein bisschen leiser sein, denn wir sind hier in der Bibliothek bei The Book of Unwritten Tales Teil 2 und wir wollen etwas hier über Pflanzen lernen. Vielleicht kann ich Arbor bei seinem Problem mit dieser Blume helfen. Mal sehen. Mädle, du hast eigene Probleme hier. Ach, die eigentlich auch, aber... Ach, ist das gut toll gemacht. Hört die Patronen? Kommt dir die hier bekannt aus, Mario? Ja, so ein bisschen. Ah, hier, man kann auch lesen. Wachpflanzen, Vigilia audriensis, gehören zu den ältesten domestizierten Pflanzen der Menschen. Sie wurden vor allem in Zeiten von Lebensmittelknappheit geschätzt, da sie weniger Nahrung benötigen als zum Beispiel Hunde, können in Ausnahmefällen ungesunden Blutdurst entwickeln, beeindruckende Singstimme. Okay, oder? Ist es nicht die aus Mario? Ich dachte, das ist die aus Mario. Okay. Intelligente Apfelbäume. Das ist ja, schau mal. Der kleine Apfel mit der Brille ist ja cool daneben dran. Wer? Der hier? Richtige Apple. Na, jetzt schauen wir mal. Holz von intelligenten Apfelbäumen wird häufig für ebenso intelligente wie formschöne Wohnaccessoires aller Art eingesetzt. Botaniker hielten es lange für möglich, dass es auch andere intelligente Obstsorten geben könnte. Die Suche danach blieb jedoch erfolglos. Okay. Alraunen, oh mein Gott, Harry Potter kommt auch noch. Alraunen dürfen nur von erfahrenen Gärtnern angebaut werden. Der Schrei einer Baby-Alraune kann Menschen im Umkreis von 20 Metern töten. Ich dachte, eine Baby-Alraune macht den nur irgendwie benommen, oder? Ich erinnere mich nicht mehr ganz. Alraunen gibt es ja in vielen Geschichten, nicht nur in Harry Potter. Okay. Ah, okay. Ich glaube schon. So, die Liebeslilie. Jetzt wird traumatisch. Liebeslilie. Die Liebeslilie geht früh in ihrem Leben eine dauerhafte Beziehung mit einer anderen Pflanze ein, die häufig ein Leben lang hält. Stirbt die Partnerpflanze, überlebt die Liebeslilie die Trennung normalerweise nicht. Diese Pflanze erinnert an die, mit der Arbor gerade Probleme hat. Ja, dann wird es eine Liebeslilie sein wohl. Und wir müssen die Partnerpflanze finden. Er hat ja vorher erzählt, dass die Pflanze uns geschenkt wurde, zusammen mit ein paar anderen. Und wir müssen die andere eigentlich noch finden. So eine typische Such-die-Pflanzen-Quest. Ja, aber wir lesen die anderen natürlich auch noch hier. Stahlmagnolien. Magnolien aus Stahl sehen aus wie normale Magnolien, gehören aber zu den härtesten Pflanzen der Welt. Sie können durch schicksalhafte Frauengeschichten aufgeweicht und anschließend gepflückt werden. Frauengeschichte. Okay, dann wissen wir ja, wo verbotene Triebe hingeht. Okay, nächste Pflanze. Der Zornbaum. Der Zornbaum trägt mehrfach im Jahr Früchte. Die Früchte des Zorns sind übelgelaunte Kreaturen, die ganze Landstriche in Schutt und Asche legen können. Killertum. Das erinnert mich an einen ganz gewissen Horrorfilm. Killertomaten gehören zu den hinterhältigsten fleischfressenden Pflanzen. Als Tomaten getarnt, lauern sie in Kleingartengebieten auf wehrlose Gemüsefreunde. Oh mein Gott, diesen alten Film, den muss ich echt auch mal wieder anschauen. Der ist so grausam, aber ja. Aber so doof einfach nur. Also, ja. Und natürlich hier noch die magische Bohne. Riesenbohnen, umgangssprachlich auch magische Bohnen, sind sehr selten. Sie sind die am schnellsten wachsende bekannte Pflanzenart. Aufgrund der hohen Kosten für die Bohnen werden sie fast nur im militärischen Bereich eingesetzt, zum Beispiel bei der Erstürmung hoher Burgmauern. Ja, oder wenn man halt eben von einem Riesen irgendeinen Schatz haben möchte. Oder eine goldene Gans. Dann ist sowas natürlich auch praktisch. Okay, also wir wissen, wir haben eine Liebeslilie und müssen jetzt nur die andere Pflanze finden. Aber schauen wir uns noch ein bisschen hier in der Bibliothek um. Was gibt's noch hier? Betrachte das Bücherregal. Goldschmiedekunst, Steinmetzkunst und ein Buch über Holzbearbeitung. Wie alle Bücher in dieser Bibliothek sind es Geschenke von Gästen. Die Logik dahinter muss sein, die Elfen, die haben doch so viele schöne Statuen und Holzarbeiten. Vermutlich interessieren sie sich dafür. Schenken wir ihnen doch ein Buch zum Thema. Dabei wird dann aber verkannt, dass wir, wenn wir uns für das Thema interessieren, ohnehin schon alles darüber wissen und die Bücher damit nutzlos für uns sind. Ja, das typische Problem.
Was schenkt man Können wir eigentlich jemandem? einfach nur die Treppe hoch, oder? Ein Moment, nimm eines dieser Bücher, kann ich jetzt hier auch machen. Oder ist echt hier Pflanzenbuch, betrachte den Helm. Den Helm haben wir schon betrachtet. Und welches Buch können wir hier nehmen? Holzbearbeitung. Unten im Tal gibt es einen Meisterschnitzer, dem ich früher gerne zugesehen habe. Er kann Tierfiguren schnitzen, die so echt aussehen, dass Menschen und Zwerge glauben, es seien in Holz verwandelte Tiere. Hier geht es aber eher ums Heimwerken, Möbel bauen und solche Sachen. Hobeln Sie das Holz etwa einen Wichteldaumen dick ab und sägen Sie das Brett in zwei gleich lange Stücke. Wer weiß, wofür es gut ist. Achso, steckt sie einfach eigentlich das ganze Buch hier in der Tasche. Ja, sie nimmt das Buch gleich mit. Darf sie ja, sie ist ja die Prinzessin. Das Ja. geht schon. Verschiedene Bücher über Nicht schon. Tiere, ein Atlas, ein Buch über Menschen, eigentlich eher eine Broschüre. Und hier? Angeln für durchschnittlich Begabte. Wir Können wir eigentlich können. diesen blauen Riesen zwar anklicken aus der letzten Folge? Ja, den haben wir in der letzten Folge schon angeschaut. Und ich frage mich immer noch, was es genau sein soll. Weil Die irgendwie Schmiede sieht hatten wir ja gehabt schon. es ein bisschen, es sieht ein bisschen Happy-Hippo-mäßig aus. Wir können da oben hochlaufen, sehe ich jetzt gerade. Das ist nicht Ja, erlaubt. damit kommen wir wieder Und da anscheinend unten in. können wir ins Schlafzimmer reingehen. Also, nee, an der Eier vorbei ist Schlafzimmer. Oder Nicht nicht? hier? Nee, Nee, hier doch, nach Entschuldigung. Da oben. geht's so. Ja, wir sind noch vorher. Ah, jetzt ist Von die außen Tür ließ sich auch die auf. Tür ganz einfach öffnen. Und wenn es nach mir geht, bleibt sie auch auf. Okay, wir sind aber noch nicht ganz fertig in der Bibliothek. Was gibt's denn noch hier überall alles? Hier gibt's noch was? Bücherregal? Was haben wir denn hier? Aha. Almanach der Elfenheilkunde. Das habe ich gesucht. Na, sehr schön. Au! Etwas vorsichtiger, wenn ich bitten dürfte. Ein sprechendes Buch? Eine kranke Elfe? Ach, die Stimme kenne ich doch auch. Ist das Kommt nicht auch der. irgendwoher. Ja, das ist der. Warte, ich brauche nochmal eine Stimme. Ich kenne die Stimme irgendwoher. Kranke Elfe? Ich sehe also krank aus. Was fehlt mir? Nun mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin mit Sicherheit älter als du. Und das sieht man dir auch an. Ja? Nein, sieht man nicht. Und ich erkenne auch keine Krankheit. Allein die Tatsache, dass ich nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder aus dem Schrank geholt wurde, sagt mir, dass dir etwas fehlt. Das ist der Nachbar aus Löwenzahn, oder? Nee, Hier, aber das der, ist der. dieselbe, der vorher das Tutorial gelesen hat. Ja, stimmt, oder? Der klingt ziemlich ähnlich, Ja, aber stimmt, es ist Löwenzahn der klingt aus dem noch anders. Tutorial, ja. Okay. Ich fühle mich seit einigen Wochen nicht gut. Ich schlafe schlecht, habe keinen Appetit. Ich weiß, dass Elfen nur sehr selten krank werden. Aber wenn es das nicht ist, dann muss es irgendeine Art Zauber oder Fluch sein. Selten krank heißt ja nicht nie krank. Elfen können zum Beispiel an gebrochenem Herzen leiden. Bitte. Es ist eine der häufigsten Todesursachen bei hübschen Prinzessinnen. Es muss etwas anderes sein. Empfindliche Elfen leiden manchmal unter Weltschmerz. Es gibt eine Reihe Ohrenentzündungen und natürlich könnte es Lupus sein. Es ist niemals Aber ich Lupus. denke, es ist etwas anderes. Was ist Ja. es? Um ganz sicher zu sein, musst du einen Trank mixen und trinken. Ist es ernst? Allerdings. Okay. Was interessiert uns am meisten? Entweder wir sind aggressiv Ich oder. will auf der Stelle wissen, was für eine Krankheit ich habe. Manchmal ist es besser, etwas nicht zu wissen. Ich kann es ertragen. Ein Placebo wirkt nur, wenn man nicht weiß, dass es ein Placebo ist. Braue den Trank, dann komme zurück und trinke ihn. Dann wissen wir mehr. Okay. Diesen einen Könnte Trank. es nicht doch Lupus sein? Schöne Dr. Und House-Anspielung wenn hier. es doch Lupus ist? Bist du in letzter Zeit von einem Wolf gebissen worden?
Nein. Dann kann es nicht Lupus sein. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas anderes ist. Der Trank. Trinke ihn, dann kann ich dir mehr sagen. Okay. Bist du überhaupt qualifiziert, Diagnosen zu stellen? Und warum kannst du sprechen? Ich bin ein magisches Medizinbuch, womit eigentlich beide deiner Fragen beantwortet sein sollten. Ich habe noch nie ein sprechendes Buch gesehen. Natürlich nicht. Ich bin das einzige sprechende Buch hier. Das ist es ja. In der magischen Bibliothek von Seefels können alle Bücher sprechen. Da ist richtig was los. Das kannst du mir glauben. Vermutlich würdest du uns Du bist sicherlich ein Gastgeschenk einer Delegation aus Seefels, richtig? Korrekt. Ich, Narr, habe mich sogar freiwillig gemeldet. Als Buch über Elfenmedizin hatte ich in Seefels nicht viel zu tun. Ich dachte mir, hey, das ist eine Chance auf etwas Praxiserfahrung. Weit gefehlt. Wir Elfen werden nicht oft krank. Und vor allem habt ihr nicht viel für Bücher übrig. Das hier ist das Herz des Elfenreichs. Und schau dir doch an, wie mickrig die Bibliothek ist. Wir haben wenig Verwendung für Bücher. Wir singen Lieder über längst vergangene Zeiten und viele von uns waren selbst dabei. Das ist dann wohl auch der Grund, warum die Elfen immer mit weißer Weste dastehen. Wie weißt du das? Naja, über die Jahre werden die Lieder hier und da etwas verändert und angepasst. So lange, bis das Verhalten der Elfen jederzeit klug und moralisch einwandfrei erscheint. Wer könnte euch das schon nachweisen? Andere Augenzeugen gibt es nicht mehr. Und Bücher auch nicht. No. Ja, klar. Ohne Aufzeichnungen. Also schön. Dieser Trank, was beinhaltet er? Er ist sehr einfach zu mixen. Du musst die grüne Frucht eines Metusstrauchs, einen Löffel Honig und einen roten Hering zerstampfen und mit Wasser zu einem dickflüssigen Trank vermengen. Das klingt ekelerregend. Es ist Medizin. Und wenn ich sie trinke, werde ich wieder gesund? Wir wissen dann zumindest, was dir fehlt. Okay, Honig kann ich mir schon mal denken, woher wir das bekommen? Von den Bienen, von vorhin. Ja, der Metusstrauch habe ich keine Ahnung, aber roter Hering draußen so ist ja Wasser. So einen Metusstrauch, wo finde ich den? Keine Ahnung, ich bin nur ein Buch und habe die letzten Jahre zwischen einem Gesangsbuch und einem Kochbuch für Aufläufe gesteckt. Auch lecker. Roter Hering, also vorne im Fluss. Ja, bin ich gespannt. Ein roter Hering? Ernsthaft? Natürlich, warum denn nicht? Rote Heringe sind landauf, landab als besonders nützliche Fische bekannt. Ihre Einsatzgebiete im medizinischen, kulinarischen und literarischen Gebiet sind zu vielfältig, um sie aufzählen zu können. Na gut, also ein roter Hering. Okay. Ja, und drüben war ja auch ein Buch über Angeln. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich uns den irgendwie angeln müssen. Danke, ich denke, das war erstmal alles. Normalerweise beende ich meine Patientengespräche. Du bist nur eine Prinzessin, aber ich bin Arzt. Und du bist ein Arztbuch. So, gibt's noch irgendwas hier in der... Ah, hier noch. Betrachte die Blume. Machen wir das auch noch schnell. Diese Blume gehört eindeutig zu den exotischeren Blumen hier im Palast. Sie stammt aus einem Land tief im Süden, hinter den Wüsten. Man sagt, eine Blüte dieser Blume werde als Kriegserklärung verschickt oder wenn man jemanden den Verstand rauben will. Aha. Warum hassen so viele diese Blume? Vielleicht hat sie einen abstoßenden Geruch? Das erklärt, warum die Blüten in 24 Ländern als Waffe gelten. In einem Land hinter der Wüste, jetzt kapiere ich, tief im Süden, Vuvuzela. Mhm. Oh,
Oh, diese Anspielungen immer, das ist so Wie viele klasse. Entwickler da aber schon so Ideen da gesammelt haben müssen, das ist. Ja, wie lange die braucht haben für das Drehbuch wahrscheinlich. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir alles gemacht. Das Angelbuch werden wir nachher noch brauchen. Aber jetzt schauen wir erstmal vor zu, ja, weiß nicht, können wir hier irgendwas betrachten, den Teich? Wie vermutet, da unten im Teich schwimmen einige rote Heringe. Eigentlich sind es Salzwasserfische, die im Ozean leben. Aber zum Laichen kommen sie immer zurück in ihr Heimatgebirge. Es ist die einzige bekannte Fischart, die nahezu senkrechte Felswände emporklettern kann. Okay. Felswände hochklettern. Gut, was haben wir hier? Das Töpfchen. Nimm ein paar Regen. Ah, wir können uns hier Regenwürmer holen. Betrachte die glückliche Das ist eine Weide. Trauerweide. Allerdings geht es ihr hier so gut, dass sie alles andere als traurig aussieht. Okay. Da könnten wir hoch auf den Balkon. Vogelbad haben wir schon betrachtet. Dann holen wir uns hier die Regenwürmer zum Angeln. Ich werde doch nicht... Es ist nur Erde. Ich sollte Mutter davon berichten, wie ihre Tochter hier in der... Naja, sie wäre begeistert. Okay, dann haben wir hier jetzt die Regenwürmer. Stein bringt uns nichts. Und das Buch über Holzbearbeitung. Okay, nächstes, was ist das hier? Keine Ahnung, was das für ein Busch ist, aber seine roten Früchte sehen sehr lecker aus. Doch wenn ich eins draußen im Wald gelernt habe, man sollte nie etwas essen, von dem man nicht weiß, dass es ungiftig ist. Gute Idee, du bist doch eh schon krank, Mädchen. Bienennest wollten wir ja holen. Ich habe Mutter überzeugt, das Bienennest nicht entfernen zu lassen. Sie hat widerwillig zugestimmt. Aber sollte sie von einer der Bienen gestochen werden, sind die Tage des Nests gezählt. Okay, rede mit Arbor. Hallo, Arbor. Oh, Ivo. Ich glaube, ich kenne den Namen deiner Patientin. Liebeslilie. Sonderlich verliebt sieht sie nicht aus. Das ist genau der Punkt. Liebeslilien gehen eine lebenslange Partnerschaft mit einer anderen Pflanze ein. Und wenn sie getrennt werden... Dann lassen sie die Köpfe hängen. Schöne Theorie. Aber die Feen kennen sich mit Pflanzen aus. Sie hätten uns nie eine Liebeslilie ohne ihren Partner geschenkt. Schau mal, ich habe ein Buch über Holzverarbeitung Guck gefunden. Guck mal, ich habe dieses Buch in der Bibliothek gefunden. Holzverarbeitung? Wieso zeigst du mir sowas? Ich dachte, es interessiert dich vielleicht. Ich mag keine Horrorgeschichten. Horrorgeschichten? Holz, das in ein sich drehendes Monstrum geklemmt wird, um dann Schicht für Schicht bis zum Kern abgedrechselt zu werden? Wie nennst du sowas, hä? So habe ich das nie gesehen. Äste werden abgesägt, Bretter zusammengenagelt, Holz mit Chemikalien bestrichen. Krankes Zeug. Boah. Ja, für ihn klingt es wahrscheinlich wie Sorteil 1 bis 3 hier. Wenn ich krank wäre und Medizin mixen müsste, dann würdest du mir dabei doch bestimmt helfen, oder? Krank? Du bist eine Elfe. Elfen werden nicht krank. Aber wenn doch? Schieß los. Wie kann ich dir helfen? Ah, sehr schön. Haben wir einen Methusstrauch? Haben wir einen Methusstrauch hier im Garten? Ja, der Busch da. Aber dessen Früchte sind rot. Welche Farbe sollen sie sonst haben? Grün. Sind sie nur grün, solange sie unreif sind? Nein, dann sind sie blau. Grün sind sie, wenn der Busch Gefahr wittert. Bitte? Der Methusstrauch hat äußerst leckere, süße Früchte. Aber wenn er glaubt, in Gefahr zu sein, werden sie grün und sehr sauer.
ist eine Art Verteidigungsmechanismus. Verstehe. Und der Busch trägt rote Früchte, weil er hier nichts zu befürchten hat. Nach allem geht's hier gut. Und wir müssen jetzt halt eben hier für Unruhe stehen. Einfach mal schnell die Fusel anlegen, damit die Bienen das Nest auspusten und auf den Busch schätzen. Glaubst du, das geht? Moment. Ich weiß es nicht. Ja. Gute Idee. Hast du eine Idee? Hast du eine Idee, wie ich an Honig komme? Versuch's mal unten in der Küche. Ich würde lieber nicht durch das Schloss gehen. Ah, natürlich. Jemand würde es deiner Mutter erzählen. Ich habe spekuliert, ob mir das Bienennest dort am Baum weiterhelfen könnte. Da wäre ich vorsichtig. Die Bienen verteidigen ihren Honig und können schmerzhaft zustechen. Kann man sie nicht irgendwie ablenken oder austricksen? Imker tragen Schutzkleidung und benutzen Qualm, der die Bienen beruhigt. Aber ich habe keine Imkerausrüstung hier. Ich lasse den Bienen ihren Honig und sie bestäuben meine Blumen. So haben wir es schon immer gehalten. Okay, wir brauchen irgendwoher eine Pfeife. Wir lösen ein Problem, aber bekommen gleichzeitig ein neues. Ich sehe dich häufig angeln. Kannst du mir deine Angel leihen? Klar, wenn du sie mir heil zurückgibst. So einfach? Ich hätte fest damit gerechnet, dass ich mir selber eine Angel bauen muss oder dass du etwas für die Angel haben willst. Wieso? Ist nur eine Angel. Danke. Es muss nicht immer alles kompliziert sein, weißt du? Ja, wir haben schon genügend andere Probleme. Nochmal was anderes. Das gibt's auch in kaum im Spiel. Bis später, Arbor. Bis dann. Okay, ich finde die Grafik ja echt toll, die sie hier gemacht haben. Okay, was hast du gemeint? Vuvuzela gegen... Nee, geht nicht. Irgendwas ist denn da oben noch? Das war ein Spiel oder irgendwas? Das erste im Inventar. Das ist das Bild von Prinz Lalius. Genau. Sollen wir es dem zeigen? Sie sich. Nee, geht oder nicht. Oder werfen einen Stein rein. Zeige dem Strauch das Bild von Prinz Lalius. Schau hier! Du wirst gezwungen, diesen fürchterlichen Prinzen zu heiraten, obwohl du ihn gar nicht kennst. Wow. Scheint ihn nicht so zu beunruhigen wie mich. Tja, ich hätte jetzt gehofft, das funktioniert. Ja, das wäre witzig gewesen. Ich bedrohe ihn mit dem Stein. Nein, ja, geht auch. Ich ihn mit bedrohen. Was? Den Stein. Mit dem Stein auf die Bienen. Stein auf Bienen? Geht auch nicht. Und das Buch über Holzarbeit, Verarbeitung gegen den Busch? Geht auch nicht. Nimmt er auch kann nicht. Kann Würmer in den Busch reinsetzen. Dass die Würmer sich um... Nee, geht alles nicht. Die Würmer warte ich wahrscheinlich fürs Angeln jetzt gleich. Wenn du auf den kleinen Bonsai geklickt hast, den Würmern, da war irgendwas. Na. Brauchst du ein paar dicke, fette Würmer, die für dich den Boden auflockern? Danke, hab genug. Ich züchte sie in meinem Topf. Ja, da haben wir sie auch her. Meinst du den Topf, wo er vorher... Ja, den Kacktopf. Okay. Ah, guck mal. Vuvuzela gegen Busch, das klappt. Oh. Hätte der Busch ein Herz, es hätte für ein paar Schläge ausgesetzt. Ja, jetzt wissen wir auch, warum es eine Waffe ist. Danke. Und wir haben... eine grüne Olive. Nein, eine grüne... Eine grüne Frucht vom Metusstrauch. Sollten die Früchte umso saurer werden, je mehr sich der Busch erschreckt hat, dürften diese hier jede Zitrone in den Schatten stellen. Oh, der arme Strauch. Ja, dann haben... Das nächste Mal wieder rot ist und wiederkommt.